Die Herrschaften da, mit die behelmt und berucksackt da unten links stehen, die erinnern mich, Christian, ein bisschen an die Originalastronauten, die damals mit den Apollo-Missionen zum Mond geschickt worden sind und da durch die Kraterlandschaft gestapft sind. Mit zwei Unterschieden allerdings. Erstens, hier, die sind bewaffnet. Die damals sind nicht bewaffnet. Die hatten höchstens einen Kugelschreiber vielleicht mit an Bord, um Tagebuch zu führen. Und der zweite Unterschied ist natürlich, die mussten nicht auf dem Mond inmitten von giftigen Ausdünstungen stehen. Nee, den Helm abnehmen konnten sie damals zwar auch nicht, aber immerhin war die Sicht klar. Wir stehen hier in grün wabernden Alien-Giftgasen und die sollten wir auch so schnell wie möglich wieder verlassen. Und es gibt noch... Bist du dir sicher, dass die damals nicht bewaffnet waren auf dem Mond? Also ich meine, irgendwo im Handschuhfach der Eagle-Raumfähre hatten sie bestimmt wenigstens mal einen Revolver oder eine Pistole liegen, die extra für Mond... Falls man doch eben mitten im Kalten Krieg vielleicht auf einen Russen trifft, der sich da irgendwie zum Mond hin geschafft hat, oder was viel realistischer ist und wahrscheinlicher, dass man auf dem Mond auf den Mann im Mond trifft, der eventuell riesengroß und stark ist. Nein, wollen wir mal diese ganzen Legenden beiseite schaffen und damit aufräumen und auch aufräumen mit den Verschwörungstheorien, die es über die Mondlandung gibt. Ihr wisst ja, es gibt ja Leute, die behaupten, die Menschheit war niemals auf dem Mond. Kann ich jetzt nicht aus erster Hand sicher beurteilen, aber eins weiß ich, wir hier, Christian, wir sind tatsächlich, wie diese Original-Filmdokumente, diese historischen Filmdokumente hier aus der Zukunft belegen, tatsächlich auf einem fremden Planeten gelandet. Und kein Mensch, der diese beeindruckenden historischen Aufnahmen sieht, kann ernsthaft das hier irgendwie in Zweifel ziehen. Nee, auf keinen Fall. Wir kriegen ja hier direkt die Metadaten der Kommandoebene eingespielt. Das ist ja alles original. Und noch etwas möchte ich zeigen, um ein bisschen anzugeben, denn Bescheidenheit ist eine Zier. Aber angeben macht einfach mehr Spaß. Schaut mal hier, der Diplomatiebildschirm. 4 Fraktionen sind es bislang im Spiel, also wir und 3 andere, auf die wir gestoßen sind. Falls es andere gibt, sind wir denen noch nicht über den Weg gelaufen und die kennen wir noch nicht. Aber schaut euch mal die Punkteliste an, Christian. 63 für uns, der nächste Nachfolger hat erst 48. Ach, wie schön. Juhu, wir sind die Besten, die Größten, die Schönsten. Nein, wir sind zumindest die Punktestärksten. Das sind wir hier mit 63 Punkten. Wie schlüsselt sich das auf? Städte gibt Punkte, Bevölkerung, Land, Wunder. Okay, haben wir noch nicht so viele. Technologie, Werte, da kommen viele Punkte her. Viele Kultur haben wir gesammelt. Und da merkt man, ein bisschen Glück braucht man vielleicht auch im Spiel. Denn das hatten wir in der letzten Folge massiv gehabt. Wir sind auf 2 Ressourcensonden gestoßen, die uns ganz viel Kultur spendiert haben. Und dadurch haben wir ganz viele Werte erschaffen können und dadurch sehr viele Punkte hier bekommen. Na gut, wir bekommen aber auch 6-mal Kultur pro Runde eingezahlt. Das liegt an unserem schönen Relikt von der alten Erde und an unserem Palast. Entschuldigung, das heißt ja hier nicht Palast, sondern Zentrale. Das ist eine der Fraktionen hier, auf die wir hier stoßen können. Die sind ganz im Osten gelegen. Das ist unser erster Erkunder oder der zweite, je nachdem nach Sichtweite. Das hier ist ein Soldat, der ihm zu Hilfe eilt. Der braucht ein bisschen Begleitschutz, finden wir. Das ist unsere einzige und erste Stadt bislang. Ein Bautrupp, der hier Farmen errichtet. Und hier ist eine Handelsstation. Wir bauen gerade einen Handelskonvoi, der dahin ziehen soll, um mit denen Handelsgeschäfte zu betreiben. Das sind die Australier, ebenfalls auf unserem Kontinent gelandet. Und das ist unser zweiter Erkunder. Und das hier ist unser Soldatentrupp, dem wir jetzt helfen können, hier aus den giftigen Ausdünsten hinauszuziehen. Und mit dem ziehen wir dann gleich nachher weiter. Genau, dem knöpfen wir uns ein paar Wolfskäfer vor, die dort ein verlassenes Siedlungsrelikt bewachen. Soll ich mal eine Runde hier Pause machen auf dem Hügel, um diese 10 Trefferpunkte, die uns noch fehlen, auszukurieren? Ja, wir würden gerne mit voller Mannschaftsstärke da ankommen. Finde ich gut. Und der hier, der könnten wir auch ausheilen, finde ich. Sonst geht der uns beim ersten Angriff flöten. Ja, die sind wirklich schwach, diese Erkunder, diese Explorer. Die haben nur 3 Stärkepunkte. Da muss so ein Wolfskäfer nur einmal beherzt zubeißen und dann ist die Truppe weg. Das finde ich noch sehr untertrieben dargestellt. Ich finde, da muss er nur einmal beherzt zu husten und schon ist er weg. Du weißt doch gar nicht, ob Wolfskäfer überhaupt husten. Vielleicht atmen die wie irdische Käfer durch irgendwelche Tracheen. Was du für coole Wörter kennst. Ich wollte ein bisschen angeben. Achso, haben wir links unten, im Südwesten die Halbinsel komplett abgefahren? Also ist da nichts weiter? Ja. Das habe ich tatsächlich in der letzten Folge der Phase gemacht, wo du die Augen geschlossen hattest, weil du dir irgendwas nicht mit angucken kannst. Das hat sich halt mittlerweile wieder erledigt. Sag mal, jetzt haben wir mit dem Erkunder wirklich alles hier aufgedeckt, was es in Spanien, ich behaupte, das ist die Iberische Halbinsel hier,
zu schaffen gibt. Das hier ist Frankreich. Wenn wir hier langlaufen, müssten wir eigentlich auf einen Stiefel kommen, oder? Vielleicht ja, hier? Dann lauf doch mal Richtung Italien. Über Miasma? Nein. Merkst du, wie wir unsere eurozentristischen Werte auf den neuen Planeten übertragen? Ich finde es gerade sehr widerlich. Zumindest peinlich. Ja. Dass wir noch nicht mal genügend Vorstellungskraft haben, um uns hier auf die neue Geografie einzulassen. Das legen wir jetzt ab. Ich finde das ein bisschen arm von uns. Wir werden unsere irdische Natur jetzt komplett ablegen. Ich werde es so machen wie, wie heißt er nochmal, der Helden dieser Kafka-Geschichte, und werde zum Käfer mutieren. Über Nacht. Gregor Samsa. Ganz genau. Le Coeur. Ich wette, gleich sprechen wir Französisch. Franco-Iberia vous accueille chaleureusement. Das ist sogar eine Mischung aus Spanisch und Französisch, denn die Entwickler, die haben hier auch keine reine, nicht eins zu eins die irdischen Kulturen umgesetzt. Das hier, dieses Franco-Iberia, ist halt eine Mixtur aus Frankreich und Iberien und Spanien, und dementsprechend haben sich die Sprachen auch hier ein bisschen angeglichen, und die sprechen hier in einem, Madame Elodie, die spricht in einem französisch-spanischen Mischmasch. Magst du eine Wette auf die Zukunft abgeben? Ich bin mir ja sicher, es wird irgendwie per DLC noch eine deutsche Fraktion nachgeliefert, oder zumindest eine Fraktion, in der die Deutschen auch einen Anteil stellen. Was meinst du, mit wem wir zusammengesteckt werden? Mit den Schweden? Mit den Engländern? Mit den Österreichern? Das fände ich interessant. Was meint ihr, liebe Zuschauer? Doppelfrage. Erste Frage, mit wem glaubt ihr, dass ihr zusammengesteckt werdet? Und zweitens, mit wem würdet ihr gerne zusammengesteckt werden? Und dritte Frage, wird der Anführer, der dann die deutsche oder teildeutsche Fraktion hat, eine Frau oder ein Mann sein? Ja. Das ist jetzt mal wirklich spannend. Da könnte ich jetzt gerade die ganze Folge drüber rumphilosophieren, wüsste ich nicht, dass es dann ein paar Zuschauer gäbe, die ein wenig unruhig würden. Stattdessen hast du gerade den Forschungsfortschritt weggeklickt, wo wir Ökologie erforscht haben. Oh, entschuldige bitte. Das macht aber nichts. Ich kann es trotzdem erzählen, was wir erforscht haben. Wir können jetzt in unseren Städten einen elektromagnetischen Anti-Alien-Zaun bauen, der bedeutet, dass Aliens keinen nicht mehr näher an die Stadt ran können als zwei Felder. Und wir können einen Anti-Miasma-Satelliten ins All schießen, wenn wir den bauen. Also wenn ich mich richtig erinnere, dann hat doch einer von uns beiden, und ich weiß nicht, in der letzten Folge einen auf Gerechtigkeitsfanatiker gemacht. Und irgendwas erzählt von wegen, ja, hier die Australier, die brauchen doch irgendwie zwei Bautrums zum Start und Gerechtigkeit ist so wichtig. Findest du es nicht ein bisschen unfair gegenüber den Aliens, diesen Ultraschallzaun oder was immer das war, zu bauen? Das ist doch dann kein Fairplay mehr. Meinst du, möchtest den Aliens eine faire Chance geben, unsere Stadt dem Erdboden gleich zu machen? Oder konntest du jetzt mit dem dummen Spruch, dass das hier kein Fairplay ist, sondern ein Let's Play? Das war jetzt wirklich ein ganz dummer Spruch von dir. Ja, also wirklich, ich hätte nie gedacht, dass ich mich zu sowas herablasse. Genau, also du möchtest ja einen Ultraschallzaun bauen. Ja, jetzt nicht sofort, erst wenn unsere Handelsroute fertig ist. Eventuell sogar zwei Handelsrouten. Vielleicht können wir ja sogar mit einem dieser anderen Städte einen Konvoi, das gucken wir uns nachher mal an, beim Auswahlmenü. Lass uns erstmal den einen Handelskonvoi fertig bauen, dann bauen wir den zweiten hinterher. Forschung wählen. Mhm. Wie wäre es denn mit, was hättest du gerne? Wir müssen immer noch einen von den inneren, von den Forschungspunkten des inneren Kreises wählen. Das darfst du dir frei aussuchen, was du da möchtest. Das heißt, du weißt es im Augenblick auch nicht. Nö, das ist völlig wups. Also sowieso alle der Reihe nach nehmen. Labor finde ich cool, von wegen plus zwei Wissenschaft. Wir haben im Augenblick plus sechs. Das heißt, es gäbe dann ein Drittel mehr Forschungspunkte. Das wäre gar nicht so schlecht, wenn man sich mal anschaut, wie unglaublich schneckenlangsam wir hier unsere Technologien im Augenblick freischalten. Das ist auch eine schöne Sache. Recycler, ein Gebäude, was plus zwei Produktionen bringt, plus, falls wir jetzt zu dieser Station, und das haben wir ja vor, eine Handelsroute einrichten, bringt uns das nochmal eine Extraschraube. Das ist ja nicht eine so richtig. Extraschraube. Mhm. Doch, das können wir. Dann lass uns doch mal Chemie erforschen. Das finde ich gut, das Labor. Gesundheitsproblem haben wir auch noch nicht. Pharmalabor brauchen wir deshalb nicht. Also ich finde das ganz gut. Dann Chemie, bitte. Das Labor ist schon. Ja, wir wollen ein Labor. Ein Pharmalabor. Da können wir unter Umständen auch die eine oder andere Pille entwickeln, die wir dann nachher produzieren und an die Zuschauer austeilen, die uns noch ein wenig beliebter macht, auch wenn sie vielleicht illegal sein sollte. Oh, auf die Aliens hier bin ich zugezogen. Anscheinend im Drogenrausch. Unser Soldat hier hat noch zwei Fortbewegungspunkte. Mhm. Der setzt sich einfach auf die Ölquelle und guckt mal, ob die blöden Käfer ihn angreifen möchten. Ich meine, noch idealer wäre es, wenn wir uns in Verteidigungsbonusgelände setzen würden, aber da gibt es keinen Sinn in der Nähe.
Oder was wir machen können ist, ja, nee, wir schon passiert. Erst mal so. Genau. Ein Angreifen. Oder befestige dich. Ich befestige mich mit Schrauben, mit Nägeln. Verschanzen, genau. Ich drücke einfach einmal auf die Leertaste oder hier auf Nichts tun, das hat denselben Effekt. Man muss sich gar nicht speziell diesen Verschanzbefehl geben, der einen Verschanzungsbonus bringt. Civ-5-Veteranen genau. Kennen das, wenn man mindestens eine Runde auf einem Feld stehen geblieben ist, dann gibt es da einen Verschanzungsbonus in Höhe von wie viel? 25%? 20? Wie viel sind es? Das weiß ich gar nicht, wie es hier ist. Ich auch nicht. Warum wird der Befehl ja nicht angenommen? Du hast ihn schon gegeben. Klick mal auf den Wecker. Oh, tatsächlich. Falls ihr euch jetzt denkt, WB ist aber wirklich ein Blindfisch, mein Mikrofon, in das ich reinspreche, steht direkt vor diesem Menü hier, sodass ich ja ein bisschen Blickprobleme habe. Ich muss irgendwie drumherum schielen. Kein hübscher Anblick. Seid froh, dass ich keine Facecam benutze. Du könntest dir mal ein durchsichtiges Glasmikrofon besorgen vielleicht. Das könnte ich. Ich könnte vielleicht unter den Zuschauern sammeln, Spenden sammeln, mir dann ein solches Mikrofon kaufen, von dessen Existenz ich bislang noch nie gehört hatte. Was nun? Was soll ich tun? Der macht ziehen, einen Abmarsch nach Osten. Oh. Oh, ah! Oh. Was ist das hier für ein Monstrum? Das sieht aus wie eine große Schraube. Eine Schraube, die locker ist. Und die haben wir noch nicht mal produziert. Das gefährlichste, fieseste, hässlichste, gemeinste Monstrum, das es hier gibt im Spiel. Mhm. Der steht nur nicht mal still. Der bohrt sich die ganze Zeit durch den Boden. Dieser fiese Belagerungswurm, Stärke 75. Das also zum Vergleich, unsere Soldaten haben... Stärke 0,5. Nee, unsere Soldaten, der... 0,8. 0,8. Der hier hat 3 und unsere Soldaten haben 8 zu Beginn und... Ich wollte nur ein wenig Panik verbreiten, aber die kriegen wir auch so, auch wenn ich korrekte Zahlenangaben mache. Gegen die können wir nichts ausrichten. Nee. Die einzig gute Eigenschaft, die diese Belagerungswürmer haben, sie haben nur einen Bewegungspunkt. Mhm. Das ist wirklich das einzig Gute. Und genau um diese Biester von unseren Siedlungen fernzuhalten, hätte ich dann gerne den Anti-Alien-Zaun. Und... Unsere Quest Wurmkiller ist jetzt hier aufgeploppt und sagt uns, wenn wir eine Einheit des Typs Belagerungswurm ausgeschaltet haben, dann bekommen wir eine Belohnung. Und dieses hübsche Zitat hier, ich habe mein Bein gegeben, um mein Leben zu behalten, als ich dem großen Wurm begegnet bin, kann das sein, dass es hier eine kleine literarische Anspielung ist an einen Walfänger? An einen berühmten Walfangroman, ja richtig. Moby Dick. Einen berühmten Walfänger mit einem biblischen Namen. Wie hieß er nochmal? Kain oder Abel? Ahab. Captain Abel, ja. Captain Abel, genau. Eine sehr, sehr hübsche Idee hier. So, weiter geht's mit der Erkundung. Weiter nach Italien. Aber ich glaube, das, was wir für Italien halten, ist nur eine sehr kleine Landspitze. Aber da haben wir doch was. Wie wollen wir den Zuschauern jetzt begreiflich machen, dass wir keinen Skitool benutzt haben? Es war doch eigentlich spieltechnisch völliger Schwachsinn, hier dieses winzige Fitzelchen noch versuchen hier zu erkunden. Man ahnt ja schon, dass hier Küstenlinie ist und jetzt hat es sich voll gelohnt. Wie können wir den Zuschauern plausibel machen, dass wir keinen Skitool benutzt haben, dass wir nicht die Karte aufgedeckt haben, sondern irgendwie geahnt haben, dass auf diesem einzelnen Feld hier, wenn wir es entdecken, uns eine solche Belohnung winkt? Mit diesem alten wissenschaftlichen Merkspruch, die Intelligenz des Agrarproduzenten ist umgekehrt proportional zur Größe der subterranen Knollenpflanzen, die er produziert. Auf gut Deutsch, der dickste Bauer findet die dümmsten Kartoffeln. Ja, genau. Oder gibt zumindest die dümmsten Sprüche von sich. Tja. Wir gehen einen Schritt näher ran. Hierhin, obwohl dann sind wir hier. Dann können wir eventuell von 2 Wolfskäfern angegriffen werden, aber das hält er aus. Die flankieren von 3, mein Lieber. Und dann die flankieren sich dann noch. Ich würde mich dem gerne von Norden nähern, weil hier sind Canyons. Ja, gut, das könnte ich. Vielleicht können wir uns hier über dieses. Das hier ist das Alien-Nest. Wenn wir auf. Am klügsten wäre es, wenn wir sogar hier von oben auf dem Waldland landen würden. Dann hätten wir hier einen Verteidigungsbonus. Und dann müssten die von oben, die könnten uns dann auch nicht von allen Seiten angreifen, weil hier sind Canyons, die blockieren die Bewegung. Das klingt ganz gut. Dauert ein bisschen, aber scheint mal ganz gut zu sein.
Okay. Dauert ein bisschen, ist ja tatsächlich ein Standard, wenn wir zusammenspielen. Ja. Das darf uns bitte auch keiner vorwerfen. Wer sich auf dieses Let's Play einlässt, der weiß mittlerweile, was auf ihn zukommt. Ja, das glaube ich war eine gute Entscheidung, vor allem im Angesicht dieser Drohnen. Die machen uns nämlich eventuell etwas mehr Probleme als nur die Laufkäfer. Es bleibt natürlich trotzdem riskant, mit nur einem Soldaten hier all diese Herrschaften da aufmischen zu wollen. Wir machen es trotzdem. Und jetzt hier ein neues Feature. Das da heißt Handelskonvois, Christian. Jawohl, wir haben einen kleinen Konvoi aus mehreren futuristischen Lastautos gebaut und können jetzt uns überlegen, wo wir den hinschicken. Drei Möglichkeiten. Oder vier. Wir könnten den schicken zu den eigenen Städten, falls wir welche hätten. Zu unseren Außenposten. Das sind die Städte, die quasi in der Entwicklung sind. Also nach Gründung einer Stadt heißt sie erstmal Außenposten und hat auch nicht deren Rechte und deren Erträge. Und dann gibt es noch zwei andere Rubriken, zu denen wir sowas hinschicken könnten. Genau, entweder zu einer großen Konkurrenzfraktion, wie zum Beispiel hier den Polistralien, nach Freeland in ihrer Hauptstadt, das brächte uns Energie oder eventuell später vielleicht auch Forschung, oder zu einer von den freien Handelsstationen, was wir natürlich tun. Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Schaut mal, wo diese roten, wo diese grünen Pfeiler sich hinbewegen. Fernbasis 1, dann bekommen wir zwei Energie und zwei Wissenschaftserträge pro Runden oder nach Shackleton Richtung Norden. Ein Produktion plus zwei Wissenschaft plus eins Kultur. Mir scheint das zweite die intelligentere Wahl zu sein. Ja, denke ich auch. Warum? Und dann, weil wir mit mehr Produktion dann noch schneller eine weitere Handelskarawane bauen und dann auch Möglichkeit 2 abdecken können. So, mal schauen, bei Produktion wählen. In nur 5 Runden den nächsten Handelskonvoi, das sollten wir machen. Ultraschallzaun, kommt dann demnächst gleich. Demnächst. Hat noch Zeit, weil noch ist ja kein Alien in der Reichweite und wir machen es für die Menschen grundsätzlich. Wir kümmern uns erst dann um Risiken, wenn es schon so gut wie zu spät ist. Das ist doch etwas, was sich durch die ganze Menschheitsgeschichte zieht. Und warum sollten wir hier unsere menschliche Kultur leugnen? Du hast jetzt aber doch keinen Bauauftrag gegeben, doch jetzt schon, ja. Handelskonvoi. Ich meine, gut, ein zweiter Soldat wäre vielleicht auch nicht verkehrt, aber bis der wieder da oben angekommen ist. Das erfordert zu viel Langzeitplanung für uns. Und nun, Christian? Noch einen Schritt nach links oben. Hierhin. Ja, okay. Weg von den Käfern lieber. Noch haben sie uns ja nicht aktiv angegriffen. Was können wir hier Schönes machen? Wir können. Hier liegt ein abgestürzter Satellit am Boden und unser Aufklärer hat die Möglichkeit, da mal ein bisschen zu buddeln und nach wertvollen Teilen zu suchen. Der baut dann hier, wenn man den Befehl dazu gibt, eine Expeditionslager auf und wurschtelt dann ein paar Runden lang vor sich hin. In diesem Fall 5. Sehr, sehr hübscher Anblick. Immer mehr Energie sammeln wir derweil. 270 ist es mittlerweile schon. Könnten wir bald sogar uns überlegen, ob wir uns damit nicht irgendetwas kaufen in unserer Stadt. Was würde denn ein Koloniefahrzeug kosten? Also für eine neue Stadt. Oh, die sind, glaube ich, ganz teuer. Ich glaube, die kosten 500 oder 600 Credits. Nicht so viel. Guck mal hier. Lieber schon. Ja, 640, das können wir uns nicht leisten. Das können wir uns nicht leisten. Ich würde eher sagen, wenn es dir recht ist, nach Gründung unserer ersten Stadt bauen wir da ein paar schöne Stadtgebäude, kaufen die dann. Oh, dass die einen Bonus hat gleich von Anfang an. Ja. Das ist eine sehr schöne Idee, da mache ich mit. Das ist gut. Schon wieder eine Farm. Und schau mal hier. Wäre es nach dir gegangen, ich will ja nicht nachkachen, auch nicht nachtreten, aber andererseits bin ich eine kleinkarierte Natur. Wenn es nach dir gegangen wäre, dann Asche auf dein Haupt, den Part kannst du auch selbst übernehmen. Ja, dann hätten wir dieses Feld hier gekauft, anstatt zu warten, bis die Kulturgrenzen sich von alleine ausdehnen und hätten dafür 50 Energie einfach so in den Kamin geschoben. Ja. Ich knie nieder und schäme mich. Wäre ich ein nobler Mensch, würde ich dir die Hand reichen, damit du wieder aufstehst. Aber ich glaube, das habe ich gar nicht nötig, weil dann würde ich noch mehr auf deine Hilfsbedürftigkeit hinweisen. Und diesen Moment der Scham durch falsches Mitleid, den erspare ich dir jetzt. Vielen, vielen Dank. Bitte, bitte. Oh, wohin ziehen wir jetzt? Auch nach Norden, da ins Wäldchen. Da hätten wir notfalls einen Verteidigungsbonus. Sieht aber gar nicht mal so einladend aus. Jetzt sind wir mit dem Soldaten. Ja, wir können sogar den hier schon mal killen.
Killen können wir den nicht, wir können ihn nur angreifen. Warum nicht? Aber dann wird er uns zurück angreifen und wir sitzen auf einem Hügel. Das ist doch toll. Ja, das fangen wir mal an. Ja. Und niemand kann es flankieren. 39 zu 22, 7 Erfahrungspunkte, sehr schön. Übrigens, genau, Erfahrungspunkte, hatten wir das schon erwähnt? Das ist hier, schaut mal in diesen Balken hier, 7 Erfahrungspunkte, ab 10 haben wir einen kleinen Bonus. Bekommt er einen Kampfbonus. Jetzt bin ich gespannt, ob der uns angreift. Übrigens, worauf ihr bitte, bitte schaut, das ist die Farbe hier. Seht ihr dieses Icon hier? Diese Standarte, die über dem Wolfskäfer ist, die ist grün gefärbt. Falls wir viele, viele Kämpfe haben mit Aliens und die allmählich sauer auf uns werden, dann verändert der seine Farbe hier. Das Tolle ist, dass das für alle Aliens auf dem gesamten Planeten gilt. Und wenn jetzt eine andere Fraktion die Aliens verärgert... Ach du nein. Zeit. Nein. Das war schlecht, das war extrem blöd. Nein. Boah, der... Das gibt's doch nicht. Oh, guck mal hier. Ein Phyrexis-Raumschiff landet. Es sind die Brasilianer. Hallo. Der Herr Kurzhaar-Frisurträger. Der hat aber ein sehr schön hexfeldartiges Militärshirt an. Das ist echt cool. Super, das Ding. Also da haben sich die Phyrexis-Entwickler doch wirklich komplett verewigt. Nicht nur mit dem FRXS-Schriftzug auf dem Raumschiff-Außenmantel, sondern auch mit diesem, mit dieser fantastisch designten Uniform hier. Mhm. Und diesem coolen Blick hier. Smarter Typ. Ja. Wie viele Lebenspunkte hat er noch? 29 von 100. Können wir fliehen? Nicht gut genug. Wir haben ja jetzt eine Beförderung bekommen. Mhm. Und wir können den Bonus auswählen, entweder 10% Stärke für immer oder einmal ein einziges Mal 50 Trefferpunkte heilen. Ich fürchte, die müssen wir einsetzen. Macht kein Civ-Spieler gerne. Haben wir eine Alternative? No. Wenn wir eins nach links flüchten... Wir müssen sowieso eins nach links flüchten. Ja. Auf den Hügel hier. Auf den Hügel hier, genau. Die Frage ist, was passiert dann? Es kann sein, dass sie dann nicht nachsetzen. Ja, das wäre mir ja gerade recht. Oder möchtest du dich lieber jetzt hier eingraben? Nein. Das wäre mir auch recht. Ich kenne leider die Programmroutine nicht der KI-Programmierung. Und ich weiß nicht, ob wir zum Beispiel, also wann die angreifen oder nicht, ob da ein Zufallsfaktor ist, ob das damit abhängt, wie weit der Abstand ist zu dem Alien-Nest. Also ob wir, wenn wir jetzt noch ein Feld von dem wegziehen, ob es dann noch unwahrscheinlicher wird, dass die angreifen. Ob die ein Gedächtnis einprogrammiert haben, das weiß ich auch nicht. Also ob eine Einheit jetzt quasi weiß, wenn wir schon mal angegriffen haben und der flieht, dann setzen wir nach. Wir kennen die Routine nicht. Ich glaube, ich würde uns eingraben jetzt in diesem Fall oder zumindest heilen oder eingraben. Hier stehen lassen. Ja. Wenn wir nichts machen jetzt, dann haben wir plus 10 Trefferpunkte schon mal und genießen weiterhin diesen Verschanztheitsbonus hier. Mhm. Das machen wir, ne? Ja, genau. Dann können sie nochmal angreifen und zumindest den kleinen Wolfskäfer, der schon auf rot ist, den kriegen wir. So, hier können was wir jetzt du hier bauen? Eine Farm, der Abwechslung halber. Oder wie wäre es mal vielleicht mit einem Solargenerator? Was würde der hier bringen? Ach, wir bauen doch immer diese Solargeneratoren. Ja, wir bauen ständig diese Solargeneratoren. Ich würde ausnahmsweise mal gerne eine Farm bauen wollen. Du willst einfach nur, dass hier ein riesiges zusammenhängendes Farmland entsteht. Ja gut, dann. Meine Vorfahren waren Bauern. Meine Vorfahren waren Solarkollektoren. Nein, echt? Quatsch. Sag mal, hättest du gerne in dieser Spielphase hier einen Solarkollektor? Ganz ernsthaft. Ja, hätte ich gerne mal. Dein Wunsch ist es Bautruppsbefehl. Einfach nur, dass der mal was anderes zu tun bekommt. Nein. Die Quest hier, feindliche Übernahme, unser Handelspartner, die Station Shackleton, hat eine Bitte. Ihre Interessen überschneiden sich mit denen eines Konkurrenten in der Nähe mit der Station Fernbasis 1. Sie wünschen, dass wir diesen Konkurrenten eliminieren. Im Gegenzug bieten sie erheblich mehr an als Belohnung für unser Handelspatronat. Was wohl nichts anderes bedeutet als wir beschützen sie und sie geben uns dann Schutzgeld. Das ist ja eine ganz miese Nummer. Lassen wir uns darauf ein? Ich glaube nicht. Das hier ist die Fernbasis 1. Die wollen die kaltgestellt haben. Das ist entscheidend, ja. Andererseits, jetzt mal ganz pragmatisch, diese Station einzunehmen, das ist relativ leicht. Die haben hier nur 16 Kampfstärkepunkte. Die können sich, glaube ich, selbst verteidigen. Aber die schießen aber nicht zurück. Die schießen nicht zurück und können, also schießen nicht selber, ne? Also sie sind nicht selber aktiv.
Sie werden nicht selber aggressiv, beschießen einen nicht aktiv, nur wehren sich nur. Aber sie wehren sich schon, ne? Hab ja, ich richtig die wehren sich schon. Aber die haben nicht wie eine andere Stadt in Civilization oder Civilization Beyond Earth einen Raketenangriff. Und vor allem, sie bauen keine eigenen Einheiten. Genau. Das heißt, wir könnten jetzt hier einen Soldaten bauen, dann mit dem Soldaten dann rüberziehen und die Station fertig machen. Es könnte allerdings sein, dass die Australier uns das übel nehmen. Ach, die haben doch keine Handelskarawanen, bestimmt noch nicht. Hätten die eine, dann würden wir einen Diplomatie-Malus erleiden bei denen. Das wäre mir in dem Fall egal. Du spielst ja richtig all auf Tough plötzlich, ne? Nee, ich mache überhaupt nicht gerne Handelsstationen fertig. Ich handle lieber mit denen. Ich mache ja auch nicht gerne Stadtstaaten fertig in Civ 5. Ja, das heißt, du bist mal wieder hier ein echter Hügelparker. Erst, also wenn ich einen taffen Kurs vorschlage, beschimpfst du mich als taff und wenn ich dann einlenke, dann bin ich für dich ein Weichei. Ich warte immer erstmal ab, welche Blöße du mir gibst, um dann daraus irgendeine zu erfinden. Die sprechen ist wie olympisches Florettfechten. Ich würde ja wirklich gerne ausweichen, nicht nur deiner berechtigten Kritik, als auch hier. Ich würde gerne hier Fersengeld geben, mit dem Richtung Süden ziehen und gucken, was es da zu entdecken gibt. Der ist schon so schön weit weg. Ist eine gute Idee. Sag mal, jetzt habe ich dir eine Steilvorlage gegeben. Nein. Um irgendeine Freundlichkeit mir gegenüber loszuwerden. Nee, das spare ich mir auf. Wir haben Glück gehabt. Guck mal, die sind abgezogen. Das ist nicht zu Glück. Ich wollte doch jetzt Blut sehen. Dann schlage ich vor, nimm dir eine Nadel und stech dir in den Finger. Was war mit dem hier? Der bleibt da weiterhin und halt weiterhin aus. Wir greifen den oberen an. Soll nicht einfach erstmal weiter ausheilen? Können wir auch machen. Ich bin ein Hügelparker. Jetzt bist du der Hügelparker. Ja. Schlimm. Wenn das nur die Wolfskäfer wären, ginge das ja noch. Aber es sind ja auch noch diese biestigen Drohnen. Eine neue Quest, streng geheim. Eine mysteriöse, verschlüsselte Übertragung unbekannten Ursprungs wurde empfangen. Nach erheblichem Aufwand wurde sie dekodiert. Der Text lautet: Die Kalpa-Zelle benötigt Infrastruktur für Geheimoperationen. Sollten sie annehmen, werden sie mit der Zeit belohnt. Ganz genau. Das Computerwesen sollen wir erforschen, wenn wir irgendwann ohnehin machen, denke ich mir. Und dann bekommen wir was auch immer, wir wissen es nicht. Genau. Was auch immer, wir wissen es nicht. Grundsätzlich weiß man ja nie, was die Zukunft bringt. Ein Belagerungswurm. Das ist derselbe von vorhin. Mhm. Fahr doch lieber auf den Hügel mit dem Basalt, genau. Ja, mach ich mal. Oder ist es Titan? Das müsste Titan sein. Es handelt sich um Titan. Was für ein edles Metall. Und was für eine hübsche Landschaft hier. Dschungel. Wald. Sieht ein bisschen dschungelig aus. Wir nähern uns Richtung Süden. Dann noch dieser überaus hübsche, malerische Anblick dieses Belagerungswurmes, der sich hier durch die Vegetation malmt. Das ist doch ein Anblick, den man sich ausschneiden, einrahmen und an die Wand hängen möchte. Und da gucken wir jetzt gemeinsam drauf. Ganz, ganz lange, bis die nächste Folge erscheint. Aber vielleicht dauert es ja auch gar nicht so lange. Vielleicht wird es ja nur ein Wimpernschlag entfernt sein, das Release unserer nächsten Folge auf YouTube, dieser Let's Play-Serie hier. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.